Hallo ihr Lieben, Candylight News. Meine Gedanken über Sangerhausen. Sangerhausen, Heimatstadt. Wenn du mal ins Rosarium gehst oder beim Hanswurst in der Schlange stehst, wenn du mal die Halte besteigst und deinem Gast das Spengler-Museum zeigst, wenn du durch die Göbenstraße flanierst oder im Café Golditz die leckersten Kuchen probierst, wenn du die Stadtmauer neu entdeckst, das Kobermännchen beim Flanieren neckst, wenn du das Spenglerhaus besuchst, Karten im Ludowigsaal buchst, wenn du am Dreierteich die Enten betreust und Futter in das Wasser streust, wenn du einen Bummel zur Walkmühle machst und das Osterfeuer mit entfachst, wenn du ganz früh in die Klemme einkehrst und in Ürici oder Jacobi tolle Konzerte hörst, wenn du wehmütig ans Kulturhaus denkst und deinen Lieben Rosen schenkst, wenn du im nahen Harz Erholung findest und den Kranz nach guter Ernte bindest, wenn du wieder mal zur Mammuthalle strebst und dort klasse Events erlebst, wenn du Radball, Kegeln und Fußball unterstützt und mal gesellig im Bierstübel sitzt, wenn das alles für dich Bedeutung hat, liebst du Sangerhausen, deine Heimatstadt?